Ja, es ist letztendlich auch ein, also so ich nehme es jetzt immer wieder wahr, ein sehr interessantes Spiel zwischen, musst ja als Vertriebler sozusagen, wenn du auch Akquise oder proaktiv so gesehen, also auch Kaltakquise mitunter machst, auch sehr dynamischer Typ sein, also musst auf jeden Fall proaktiver Typ sein, aber gleichzeitig musst auch jemand sein, der extremste, wie du sagst, freundlich sein kann, beziehungsweise auch viel Impulsivität abfedern kannst. Also du musst darfst jetzt nicht so dieser komplette Menschentyp, roter Menschentyp, ja, also wie sagt man so schön, dieser Stier, ja, also dieser typische, wie sagt man, ja, dieser, der hat die Farbe Rot, also der typische Vertriebler, wie sagt man, der Dominante, ja, genau, der Dominante, also der ist auf jeden Fall nicht der König der Empathie, ja. Das ist Genau. dieser altertümliche Vertriebler, ne? Und das ist eben, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, die große Kunst, oder? Also, wie du gesagt hast, man muss zum einen muss man Impulse setzen, dynamisch sein und auch proaktiv und sozusagen hartnäckig sein, ja. Aber diese höfliche Hartnäckigkeit eben und auch gleichzeitig, wenn man jetzt irgendwie bei einer Assistentin oder so landet und so, die halt irgendwie genervt ist oder was, dann auch das abfedern können und nicht quasi nochmal akkumulieren sozusagen, wenn die zum Beispiel aktuell oder auch der Entscheider gerade gestresst ist und eine schlechte Laune hat, oder? Ja, total. Also das ist genau dieses Bild, das oder vielleicht auch so der abgewetzte Spruch, sich den Ball zuspielen. Ich würde das hier so übertragen. Man kriegt, wie du es gerade gesagt hast, auch vielleicht mal einen etwas barscheren Ton, wenn die Leute gerade gestresst sind oder mit einem bestimmten Anbieter keine guten Erfahrungen gemacht haben. Und dann ist es eben wirklich gefragt, den Ball aufzunehmen. Auch wenn man kennt es aus dem Fußball, wenn der Pass ziemlich hart kommt, ist es entscheidend, dass man den Ball trotzdem aufnehmen kann. Und das kann man, indem man einen leichten Schritt zurück macht, indem man also den Ball so ein bisschen die Wucht nimmt und dann kann man ihn trotzdem spielen und vielleicht sogar verwandeln oder zielsicher abgeben. Anstatt wenn man starr steht und ein harter Pass kommt, dann bolzt man den irgendwo hin. Genau, auf jeden Fall zuhören, entspannt sein und gleichzeitig beim Thema bleiben. Das kann sogar, die Erfahrung habe ich schon gemacht, dass manch ein impulsiver Gesprächspartner, der vielleicht gerade ein bisschen auf Krawall gebürstet ist, dann so ein bisschen über sich selber kurz schmunzeln muss, weil er sich sozusagen gesund ertappt fühlt. So, oh Mann, ich bin gerade eigentlich voll im Wüterich-Modus. Was mache ich denn da? Da ruft irgendein freundlicher Kerl an von einem großen Unternehmen. Kann ich mich doch eigentlich jetzt erstmal entspannen? Und das erreicht man tatsächlich nur durch die, wie du gesagt hast, Hartnäckigkeit, freundliche Hartnäckigkeit und auch eben Empathie, Verständnis zeigen, dann kann man eben auch so eine angespannte Situation entspannen und zum Ziel führen. Dass man zumindest, auch wenn der vielleicht sogar ganz auf Anti gebürstet ist, dass man sogar die Tür offen halten kann und sagt, okay, dann rühre ich mich eben Datum so und so wieder. Bis dahin hat sich das vielleicht sortiert und man bleibt am Ball mit dem und hat sich nicht also abschrecken lassen, indem man seine Impulsivität negativ gespiegelt hat, wie du sagst, Altvertriebler-Style, Hauptsache irgendwas reindrücken vielleicht, und nicht fähig sein, einen Ball gut aufzunehmen. Ja. Bist auch du Softwareentwickler oder IT-Experte und bist es leid, aufgrund der aktuellen Umstände, dass deine Kunden keine Investitionsbereitschaft mehr haben, dann bist du hier genau richtig. In meinem Programm lernst du, wie du dich so positionierst, dass du die richtigen Kunden nicht nur auf dich zukommen, sondern auch diese bereit sind, deine Preise zu zahlen. Ich habe es schon mit über hunderten von Softwareentwicklern umgesetzt. Ich selber war mal Softwareentwickler. Ich weiß also, von was ich spreche. Ich kenne den Markt. Wir sind über 10 Jahren IT- und Marketing-Experte, spezialisiert explizit auf den Softwaremarkt und nichts anderes. Und wenn dich das interessiert, dann gerne findest du hier unten den Link für eine 30-minütige Gratis-Strategie-Session. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, dein Thomas Klein. Hi, mein Name ist Michael Rall. Ich wollte euch heute eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar bin ich seit fast 20 Jahren als selbstständiger Softwareentwickler unterwegs und habe eben immer wieder das Thema, wie komme ich an neue Projekte, wie komme ich an neue Kunden.
Jetzt habe ich da die letzten Monate mich doch mal viel damit auseinandergesetzt und habe etliche Coaches und Seminare und Co. mir zu Gemüte geführt. Und ja, war so ein bisschen durchwachsen, die ganze Thematik. Und unter anderem bin ich da auch auf den Thomas Klein gestoßen und war natürlich auch etwas skeptisch, nachdem ich jetzt schon ein paar Sachen mir angeschaut habe, die mir nicht so wirklich weitergeholfen haben. Und ich muss sagen, ich wurde eines Besseren belehrt, ne? Also Thomas macht das nicht so wie viele andere Coaches, die sagen, hier, komm, hast ein bisschen Material, guckst dir an, one size fits all, ne? Ist doch egal, ob du Designer, Grafiker, Programmierer oder weiß ich nicht was, Gartengestalter bist. Das hilft einem halt nicht weiter. Ne? Bei Thomas ist das wirklich anders. Er nimmt sich Zeit, er versteht dein Business. Er kommt selber aus der IT, macht das seit, ich weiß nicht, 100 Jahren, glaube ich. Und macht sich auch die Mühe zu verstehen, wo man hin möchte, ne, als Kunde von ihm. Und das hat mir natürlich in dem Fall dann die Augen geöffnet, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, hey, es gibt halt doch Unterschiede in den verschiedenen Bereichen, wie man ein Projekt angeht, wie man auch Kunden anspricht. Und ja, ich bin echt zufrieden, wie das funktioniert hat, weil, also Thomas macht nicht nur Coaching, sondern er hilft einem auch wirklich bei der Akquise, ne? Also er sucht Kunden raus, er hat ein riesen Netzwerk natürlich über seine Historie und präsentiert einem quasi auf dem Silbertablett ja, verkaufsfertige Leads. Nicht 100 Stück im Monat, weil das brauchen die wenigsten, sag ich mal so. Aber ein, zwei, drei und die haben es dann wirklich in sich, ne? Wo man im Endeffekt nur noch jetzt das Gespräch nicht komplett vermasseln muss und man ein neues Projekt, einen neuen Auftrag hat. Und so soll es eigentlich sein, ne? Also deswegen, wenn ihr in der Situation seid und euch überlegt, wie ihr mit eurem Business entspannter vorwärts geht, wie ihr besser Kunden und Projekte akquirieren könnt oder drankommt, kann ich euch Thomas nur empfehlen. Der hat wirklich was auf dem Kasten und der hilft euch wirklich weiter.